So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Nachdem man den Risikohinweis hier kurz eingeblendet hat und jeder den natürlich kennt und gelesen hat, kommen wir auch gleich zu den Setups und Szenarien, was heute hier so alles passiert ist. Zunächst gab es hier ein DAX-Update gegen 12 Uhr. Da scheiterte er eben wie hier, ja, liegt ein Widerstandsband, das wurde nicht überwunden und die, wie es hier dran steht, Kaufinteresse dürfte erst oberhalb dieser Marke entstehen. Dann gab es ein Update kurze Zeit später, wo dann hier der graue Pfeil war über der 10.550 Punkte Marke, sollte es nochmal einen Angriff geben. Und eben nicht den EMA 200 hier aus den Augen verlieren. Den Angriff gab es nochmal und das weiterführende Kaufsignal wurde nicht aktiviert. Was jetzt hier um 14 Uhr gab es dann eine größere Analyse über WTI. 2 Stunden später gab es eine ganz Konkretisierung, hier ein Kauflimit zu platzieren. Und dann gab es eben auch anschließend, ja, was war es hier, 16:12 Uhr. Also ich bin 15 Minuten runter. Das war dann die Kerze. Wie gesagt, da stand der bei 46,80. Hätte hier nur, ja, leicht noch fallen sollen, können, müssen. Dann wäre hier der optimale Einstieg passiert. So haben 10 und 10 Cent gefehlt und WTI ist dank halt auch einer Nachricht nach oben geschossen. Nichtsdestotrotz war das hier sehr ärgerlich, aber sonst den DAX doch relativ gut oder gut eingefangen. Was jetzt leider ausgestoppt worden ist, ist hier Kupfer. Das wichtige Band ist jetzt hier auf Tagesbasis durchbrochen worden, auch noch unter den, ja, SMA 200 jetzt hier gefallen, gefällt mir jetzt definitiv nicht mehr Kupfer. Das ist der DAX, da gab es, hat man heute schon kurz durchgesprochen, nichts Besonderes, diese Zone bei 10.370 ist weiterhin natürlich sehr interessant. Was hier vielleicht jetzt aktiviert wird, ja, die letzten Stundenkerzen oder 4 Stundenkerzen waren, ja, fast ohne Vola. Für das Währungspaar ist es hier schon recht seltsam. Der flache Aufwärtstrend wurde gebrochen. Allerdings eben noch nicht diese Marke auf Stundenschlusskursbasis oder auch nicht mal touchiert. Also das wird jetzt hier heute Nacht höchstwahrscheinlich sehr spannend werden. Hier das andere Setup. Läuft wenigstens voll nach Plan. Pfund, australische Dollar, hat sich weiter oben gehalten und nähert sich jetzt dem Kursziel deutlich an. Sind im Prinzip nur noch rund 50 Pips. Also hier sollte jeder selber entscheiden, wenn er dann die komplette Position auflöst. Hier beim australischen Dollar, kanadischen, ja, australischer und kanadischer Dollar. Ist hier leider wieder am EMA 200 gescheitert. Ging nicht vorwärts. Hier besteht aber noch Hoffnung, dass eben der Stopp hält. Und wer noch nichts verkauft hat, liegt jetzt leider im Minus. Aber da könnte noch was gehen. Aber arg viel sollte es nach unten natürlich jetzt nicht mehr tendieren. Und dann darf es ruhig nach oben gehen. S&P 500 hat hier fast ein neues Allzeithoch generiert, ist knapp gescheitert. Die Sellmarke, wie man hier sieht, ist nicht berührt worden natürlich. Silber kommt jetzt, ja, die letzten paar Stunden etwas, ja, bekommt Verkaufsdruck ab, darf hier noch weiter fallen. Gold, die Tageskerze ist hier auch nicht besonders spannend.
Ich schaue gerade, was noch sonst noch zu sagen gibt. Der MDAX hat hier, ja, die Korrektur war ja heute Morgen gesprochen worden, dass hier die Korrektur zu Ende sein kann. War sie dann auch. Der SDAX, wo habe ich den, der hätte noch oder dürfte noch fallen. Unter dieser Marke kann das auch noch mal passieren, dass es sich nach unten ausdehnt. Aber ja, mit Shorten, wie gesagt, würde ich sein lassen, sondern nur dann in Aktien. Wenn hier der Index das Korrekturlevel noch erreicht hat, dann kann man sich wieder vielleicht die Schwergewichte im SDAX suchen. Sonst habe ich leider jetzt nichts Spannendes mehr auf dem Radar. Ich werde mal morgen noch mal mich intensiv auf die Suche machen, ob ich noch ein Leckerbissen finden kann. Somit wünsche ich allen noch einen schönen Abend, dann bis morgen.